Herzlich willkommen beim sechsten Teil der zwölfteiligen Serie Die größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um den sechsten größten Fehler, der gemacht wird bei der Erstellung des Businessplans, nämlich dem unplausiblen, dem unvollständigen Beschreiben und auch dem Recherchieren der Marktgröße, der Zielgruppe, der Persona. Fangen wir einfach mal an bei dem Begriff des Marktes. Ein Begriff aus dem Mittelalter und auch aus früheren Zeiten, wo sich Menschen getroffen haben, um hauptsächlich damals Produkte und Waren auszutauschen, später auch Dienstleistungen. Und hier ist es entscheidend auch zu wissen, was für einen Markt du genau hast, denn erst wenn du den Markt kennst, weißt du auch, ob er wächst, ob er schrumpft, ob ein Verdrängungsmarkt ist, wenn du reingehst und andere rausschmeißen musst. Und vor allen Dingen auch deine Strategien abzubilden, wie du in diesen Markt eintreten willst. Aber noch viel wichtiger als der Markt ist der einzelne Marktteilnehmer, sprich der einzelne Kunde, deine Zielgruppe oder wie der Marketingstratege sagt, deine Persona. Sicherlich sagen viele Unternehmer und Gründer, ich nehme mir natürlich jeden Kunden, der kommt und kaufen will. Aber darum geht es nicht, wen du bedienst, wenn er da ist, sondern viel wichtiger ist, wie du die Menschen erreichst, denen du etwas anbieten möchtest. Also welche Probleme, welche Leidensdruckthemen willst du genau nutzen? Was sind die demografischen Merkmale der Personen, die du ansprechen willst? Erst wenn du genau weißt, ob du eher Männer oder Frauen, junge oder alte, Status, niedere Status, höhere erreichen willst und wo die in deinem Standort wohnen oder was die als Suchbegriffe in der Suchmaschine eingeben, erst dann bist du in der Lage, Markteintrittsstrategien, Kanalstrategien aufzubauen, Keywords einzusetzen und alles zu optimieren auf den Kunden, den du tatsächlich auch bedienen möchtest. Denn Ernst Reuter hat es eins gesagt. Der einzige demokratische Richter, der über deinen unternehmerischen Erfolg entscheidet, ist der freie Markt. Und wenn du nicht weißt, wer dein Markt genau ist, wer die Marktteilnehmer sind, welche Probleme, welche Ängste, welche Sorgen, welche Bedürfnisse sie haben, um sich deine Dienstleistung, deine Produkte tatsächlich auch leisten zu können und zu wollen, dann wirst du diese Menschen in der Regel nicht erreichen. Ein Jäger, der mit verbundenen Augen und einem Schrotgewehr wahllos in den Wald hineinfeuert, der wird unwahrscheinlich etwas treffen. Egal also, ob du deine Schaufensterwerbung erstellen lässt für mehrere tausend Euro oder eine Webseite oder vielleicht eine komplette Content-Produktionsstrecke in Auftrag gibst, mach dir vorher Gedanken, wen du erreichen willst, worauf diese Menschen achten. Denn wenn du dich einmal falsch positioniert hast, ist es schwierig, davon wieder wegzukommen und mit Sicherheit doppelt so teuer. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Marktanalyse, die Persona-Analyse, also Zielgruppenanalyse, dein Avatar korrekt abzubilden, zu finden, dass du darauf belastbare Markteintritts- und Kanalstrategien abbilden kannst, dann bist du eingeladen, auch ein kostenfreies Erstgespräch bei uns zu buchen. Denn wir haben auch fähige Marketing-Spezialisten, die dich auf diesem Weg begleiten. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg morgen an der gleichen Stelle beim siebten Teil.